Hallo, liebe Nicole, ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist und Zeit hast. Wir beide haben uns ja mal kennengelernt auf dem Master vom Tobias Beck. Und erzähl mal kurz, ich empfinde dich ja als absoluten Erfolgstypen, bin froh, dass du auch hier im bayerischen Raum wohnst. Erzähl mal kurz von dir, was machst du Geniales? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, liebe Anne-Christine. Ich freue mich mega auf das Gespräch mit dir. Ich freue mich auch über alle, die da sind und zuhören. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, dir diese Podcast-Folge anzuhören. Ja, was mache ich eigentlich genau? Genau, was machst du? Was mache ich? Ich bin Authentic Business Coach. Was Ich für ein habe Business Coach? Was, ein, was? was? Ein Authentic Business Coach, also authentischer Authentisch. Business Coach. Oh, es geht um authentisch sein. Jawohl, Uiuiui. es geht um Authentizität. Das ist eins meiner höchsten Werte tatsächlich. Und in der heutigen Welt, vor allem in der Online-Business-Welt, als Coach, Trainer oder Berater, ist es in meinen Augen absolut unabdinglich, dass wir authentisch sind. Also, dass wir wirklich das zeigen, was da ist, dass wir uns selbst zeigen. Also, das geht ja schon beim Zeigen los, ja, dass wir in die Sichtbarkeit gehen, dass wir regelmäßig auftreten auf den Kanälen, auf denen wir sind, dass wir regelmäßig über unsere Angebote sprechen. Das ist ja dann da, wo du ins Gespräch kommst, sozusagen. Und für mich steht und fällt der Erfolg im Business eben mit der Authentizität. Und ich kombiniere Online-Marketing-Strategie, weil ohne Strategie geht es nicht, mit das, was man im Volksmund Mindset nennt. Ich persönlich selber spreche lieber von Embodiment, weil ich auch die Körperarbeit integriere und nicht nur die strategische Arbeit, sondern eben auch auf energetischer, emotionaler und spiritueller Ebene tatsächlich arbeite. Weil aus meiner Erfahrung ist das die Kombination, die wirklichen Erfolg bringt nachher. Wow, mega, mega. Und sag mal, liebe Nicole, warum ist dieses Authentischsein so ein Thema? Weil authentisch sein könnte man ja sagen, ja, ist doch normal sein, dann bin ich doch authentisch. Warum gibst du dem Ganzen extra noch so viel Raum oder hast dafür vielleicht auch Kurse und Seminare oder Webinare? Warum ist es für die meisten Menschen so schwer, authentisch zu sein? Das ist eine noch so eine großartige Frage, ja. Warum ist das eigentlich so schwer, authentisch zu sein? Ich habe dazu eine kleine Geschichte für dich, wenn ich sie dir erzählen darf. Ja, Geschichte, Also, her damit. meine Eltern waren sehr erfolgreiche Unternehmer. Das waren, die hatten Diskotheken im Südwesten Deutschlands, im Saarland und in Rheinland-Pfalz. Und in den 80ern, ja, in den frühen 80ern und bis in die frühen 90er hinein, waren sehr, sehr erfolgreich mit alledem. Und meinem Vater war es ultimativ wichtig, was wir für ein Bild nach außen darstellen, als Familie, er als Unternehmer. Und ihm war vor allem ganz, ganz, ganz wichtig, dass er als Gastronom eine saubere Weste hat, ja, also dass er immer wieder in seiner Außendarstellung über seine eigenen Werte spricht, dass er mit der Polizei zusammenarbeitet, dass klar ist, dass es bei ihm keine Drogen gibt und kein, dass bei Alkohol auch darauf geachtet wird, dass es keine Jugendlichen verzehren, etc. Und ich habe Authentizität tatsächlich als zweischneidiges Schwert kennengelernt, nämlich auf der einen Seite diese wahre Authentizität, weil mein Vater hat nämlich gar keinen Alkohol getrunken und war absolut gegen Drogen. Das heißt, das war authentisch. Und dem Bild, das er nach außen als Familie dargestellt hat, was aber überhaupt gar nicht authentisch war. Wir haben nach außen hin immer wie die perfekte Familie ausgesehen, ne? Die Frau und die zwei hübschen Kinder. Und die waren auch, ich habe eine Schwester, wir waren immer hübsch gekleidet auch, ne? Und für meinen Vater war das so das perfekte Bild einer perfekten Familie. Und zu Hause aber, meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich 16 war. Das heißt, du kannst dir vorstellen, die haben natürlich vorher auch jede Menge Zoff gehabt daheim. Aber nach außen hin wirkte alles immer so unglaublich perfekt und ohne Probleme. Und für mich ist, als ich selber in das Unternehmertum dann gestartet bin, durfte ich feststellen, dass so viele gerne nach außen die schöne, heile Welt darstellen und auch sehr, sehr viel Energie da reinstecken und sich teilweise auch ausbrennen, weil sie glauben, dass es immer perfekt aussehen muss nach außen. Und da ist mir einfach aufgefallen, dass es viel leichter ist, wenn du so bist, wie du bist und über das sprichst, was dich ausmacht, deine Persönlichkeit in Wahrheit zeigst
und auch deine eigene Wahrheit sprich. Und dann durfte ich feststellen, dass das mit ganz, ganz vielen Ängsten einhergeht. Ja, der Angst vor Ablehnung, der Angst vor der Meinung anderer, der Angst, nicht gut genug zu sein. Und das hat mich so ein bisschen auf diese Reise gebracht, dass die Authentizität für mich immer mehr in den Mittelpunkt gerückt ist, immer wichtiger wurde in meiner ganzen Arbeit. Und für mich gehört heute dazu, dass du als Unternehmerin losgehst oder wer auch immer hier zuhört und seine wahre Persönlichkeit kennenlernt, um dann wirklich in das Selbstbewusstsein zu treten und so dann nach außen aufzutreten. Das ist das, wie ich dazu gekommen bin, mich auch genauso zu bezeichnen. Und in meiner Arbeit ist es eben ganz, ganz viel Mischung von guter Strategie, weil ich bin Online-Marketerin davor gewesen, sozusagen. Ich bin Online-Marketing-Expertin. Ich habe mehr als 2 Jahrzehnte Erfahrung in dem Bereich. Ich habe das ursprünglich mal studiert. Ich habe BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing. Habe über 2 Jahrzehnte bei großen Markenunternehmen auch gearbeitet im Marketing. Und habe das kombiniert eben mit dieser, im Volksmund nennt man es, wie gesagt, Mindset-Arbeit, aber für mich persönlich ist es eben die Mischung, auch aus den Körper mitzunehmen. Ja, es reicht nicht, gut zu denken, sondern es ist auf jeden Fall etwas, was du auch mit deinem Körper bearbeiten darfst. Sehr Genau. cool. Und würdest du sagen, dass sich auch, wenn du jetzt schon 20 Jahre im Marketing-Online-Bereich bist, dass sich da immer viel verändert und das nicht nur aller Jahre, sondern fast jeden Monat, dass auch das eine Art Entwicklung ist, wo sich auch das authentische Sein entwickelt, dass die Menschen vielleicht immer leichter authentisch werden oder sind? Wie könntest du das zum Thema authentisch sein mal aus deiner Wahrnehmung kurz erklären? Also ja, wenn es eine Konstante gibt, dann ist es die Veränderung, ganz klar. Und das gilt natürlich im Marketing heutzutage noch viel, viel mehr als noch vor eben, ich habe vor 25 Jahren das Studium beendet und da war das natürlich alles noch etwas anders. Also das, was ich damals im Studium gelernt habe, da ist noch sehr, sehr viel von gültig. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt hier über Einzelunternehmer oder überhaupt Unternehmer mit kleinem Team auch sprechen, du bist halt die Marke, ja, du wirst zur Marke, du bist die Personenmarke. Und auch wenn wir die Entwicklung im eigentlichen Business-Kontext auch in der Welt sehen, dass Personenmarken immer wichtiger sind, so wie zum Beispiel Elon Musk, der wird ja gern genannt, aber auch Jeff Bezos, ganz früher mal ein Walt Disney, der mein Favorit ist, wenn es um Personenmarken geht. Du bist halt eben die Marke. Und die Veränderung ist 100% immer gegeben und vor allem in den letzten 3 Jahren. Also ich habe vor 3 Jahren mit meinem Online-Business begonnen und das, was ich damals im Januar vor Covid gelernt habe über die Regeln im Online-Marketing-Bereich, das ist heute schon wieder ganz anders. Und selbst das, was noch vor 2 Monaten der Fall war, ist heute schon wieder Schnee von gestern. Und das ist eben in meinen Augen für uns ultimativ wichtig, dass wir uns immer wieder anpassen, weißt du, dass wir immer wieder bereit sind, auf diese neuen Gegebenheiten einzugehen, neugierig sind und Freude daran haben, neue Dinge zu lernen. Ja, ich habe beispielsweise eine Reels-Challenge gestartet im Januar, wo ich mir selber die Challenge gesetzt habe, 365 Tage jeden Tag ein Reel zu teilen, weil ich damit eine riesen Mindset-Hürde selber hatte. Ja, also ich habe immer, wenn ich irgendwas in Real-Format abdrehen, abliefern wollte, habe ich dann im Kopf gedacht, oh, ist so schwer, ist so anstrengend, ist so viel Arbeit. Und um da Leichtigkeit reinzubringen, weiß ich, dass ich das einfach nur oft genug machen muss. Und dann ist es leicht. So ist es einfach. Ne? Die Expertise kommt mit der Wiederholung. Und dann habe ich mir eine Challenge gesetzt. Und dann siehe da, eine Woche später gibt der Meta-Konzern bekannt, dass jetzt der Fokus weg von den Kurzvideos wieder mehr hin zu den ursprünglichen Bilderdateien ist und Grafiken und so weiter. Also, dass der Bilder-Content wieder viel besser ausgespielt wird. Da habe ich mir natürlich gedacht, naja, na gut, dann wäre ja leicht gewesen, dann zu sagen, dann kann ich ja meine Reels-Challenge wieder fallen lassen. Ich habe mich aber bewusst entschieden, es weiterzumachen und es zu ergänzen mit dem, was beim Meta-Konzern eben entschieden worden ist. Und es war nochmal ein spannender Moment für mich selber und mein eigenes Mindset, weil, wie gesagt, ich hätte auch anders wählen können, sagen können, ich bin hier das Opfer meiner Umstände, ich wollte ja, aber es ging nicht. Genau, du hättest dich ja beim Universum bedanken können, sagen, oh danke Universum, dass es sich ja nicht mehr lohnt. Ich muss es ja so nicht mehr machen. Es lohnt sich ja nicht mehr.
Das Wichtige war aber das Warum dahinter, verstehst du? Mein Warum war ja, aus meinem eigenen Perfektionismus rauszukommen und in der Wiederholung die Leichtigkeit zu finden. Also ich habe es sekundär natürlich auch wegen der Reichweite gemacht, ne? Wollen wir mal ehrlich sein, ja? Also ich will jetzt Und auch gar hat's nicht. was gebracht? Erzähl, hat's was Ja, gebracht? ich bin jetzt bei Tag 72. Heute ist Tag 72 meiner Reels Challenge. Und hat es was gebracht? Es hat mir sehr, sehr viel Insights gebracht im Sinne von, dass es mir sehr, sehr wichtig ist, dass ich nur Strategien lehre, die auch wirklich was bringen. Und ich durfte lernen, dass 30 Tage Reels nicht bedeuten, dass du sofort wächst in deinem Kanal. Also, dass es halt so explodiert. Wie es ja so viele da draußen behaupten, dass es der Fall ist. Was auch der Fall ist, ist, wenn du deine allerersten Reels teilst, dann haben die natürlich unglaublich Reichweite, weil du das allererste Mal das Format nutzt. Wenn du öfter postest, geht aber auch da erstmal die Reichweite wieder runter. Natürlich, weil dann die Zielgruppe entscheidet oder die Community entscheidet, ob deine Inhalte relevant sind. Und für mich ist es halt so, ich sehe halt unheimlich viel Blödsinn da draußen, der dir erzählt wird, nur um halt irgendein Produkt zu verkaufen. Oder es ist deren Wahrheit. Ich will gar nicht so sehr den Leuten böswillige Machenschaften oder sonst was unterstellen, sondern es ist halt die Wahrheit von einer Person. Und ich durfte feststellen, dass immer, wenn ich versucht habe, die Wahrheit einer anderen Person zu leben, in meinen Anfängen, da habe ich mich ausgebrannt und ich hatte immer das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Also ich habe halt einfach weiter meine eigenen Ängste und Glaubenssätze gefüttert, anstatt meinen eigenen Weg zu suchen und zu finden. Und deswegen ist es mir, wie gesagt, in meiner Arbeit unheimlich wichtig, dass ich nicht nur Dinge lehre, die ich selber gemacht habe und nicht nur irgendwo gelesen habe oder irgendwo gehört habe, sondern wirklich da auch in die Verkörperung komme. Das bedeutet für mich eben auch Embodiment, sondern dass ich eben auch aufdecke, wo passen denn Strategien zum jeweiligen Menschen und wo nicht. Also nur weil eine Strategie bei mir funktioniert oder bei dir funktioniert, heißt das nicht, dass es für alle funktioniert. Und Sehr das gut. ist einfach für mich der riesen Gamechanger gewesen, weil ich habe früher gedacht, mit mir stimmt etwas nicht. Ich habe gedacht, ich bin falsch, ich mache das nicht gut genug, ich bin nicht schnell genug, die anderen können das viel besser. Und als ich erkannt habe und erkennen durfte, dass es nicht an mir liegt, sondern dass einfach nicht alles für jeden wie so one size fits all drüber stülpbar ist, da habe ich unheimlich viel Leichtigkeit erfahren, muss ich sagen. Und viel Befreiung. Ich habe mich plötzlich viel freier gefühlt in meinem Business, weil ich dachte, okay, es liegt gar nicht an mir, sondern es liegt einfach nur daran, dass diese eine Strategie für mich nicht gepasst hat. Ja, sehr genial. Und das ist ja auch wieder was mit dem authentischen Sein, ne? Weil du bist ja nicht authentisch, wenn du etwas von jemand anderem einfach abnimmst. Und wir kennen das sicher alle, auch alle, die zuschauen, dass oft die Coaches dann sagen, dann überwinde es, mach es einfach, setze es um, tu es einfach. Das wurde ja noch so viel 2018, 2019 beigebracht. Und da sind wir Gott sei Dank raus, dass jeder wirklich das findet, was seiner Lebensenergie entspricht, seiner Lebensfreude. Und Ja. dann bist du eben authentisch, wie du das so schön sagst, liebe Nicole. Also es ist ganz wichtig für die eigene Gesundheit als Unternehmer. Das authentisch Sein ist so wichtig. Wenn man jetzt noch tiefer gehen würde, was ja ein anderes Thema ist, im Rahmen von Bewusstsein, du bist eben nicht authentisch, wenn du dich anpasst. Ist einfach so, ne? Wenn du aber du selbst bist, oder dein höheres Selbst aktivierst oder erwachst, du selbst einfach bist, bist du auch authentischer. Und dann nehmen die Menschen dich auch viel mehr wahr. Und du hast viel mehr Spaß, viel mehr Freude. Also authentisch sein ist wirklich die Basis für dich als Unternehmer, als Mensch, für deine Gesundheit und für dein Business. Deswegen ist das so, so wertvoll. Also danke, dass du das auch als Aufgabe gemacht hast, dir zur Aufgabe gemacht hast, Menschen darin unterstützt. Und erzähl mal, liebe Nicole, wie wichtig sind dir Werte beim authentischen Sein? Also für mich beginnt, ob es jetzt ums Mindset geht oder ob es um Strategie geht, alles immer bei Werten tatsächlich. Unsere Werte bestimmen 90% unseres Tundenkens und Handelns. Sie sind also die Brille, durch die wir die Welt wahrnehmen, durch die wir die Welt interpretieren. Und unsere Werte sind gelernt.
Und zwar in ganz jungen Jahren, und zwar eben als Kinder. Und die haben wir übernommen von unseren Eltern, von aber auch Lehrern, von Freunden in der Schule etc. Und ähnlich wie Glaubenssätze spielen sie halt eben im Unterbewusstsein eine sehr, sehr, sehr wichtige und steuernde Rolle. Und wenn dir deine Werte nicht bewusst sind, dann weißt du halt auch nicht, wofür du stehst. Und interessant wird es immer, wenn du zum Beispiel im Wertekonflikt bist. Dann passiert sowas wie Prokrastination beispielsweise oder Perfektionismus. Wenn du nämlich zum Beispiel den Wert Freiheit hast und den Wert Gesundheit, nehmen wir mal die zwei, und dann du aber für deine Freiheit eben gewisse Dinge tun musst, die unterbewusst gegen deine Gesundheit gehen könnten. Also in deinem Kopf ist der Gedanke da, damit nehme ich Zeit von meiner Gesundheit oder meinem Wert Gesundheit weg, weil ich eben mehr arbeite beispielsweise etc. Dann stehen die im Konflikt zueinander. Und das Bewusstsein darüber ist das, was es löst. Und wenn ich das weiß, dann kann ich bewusst entscheiden, okay, das ist jetzt hier nur eine Phase, das ist nicht für immer so. Deswegen arbeite ich jetzt beispielsweise mehr, weil ich dann mehr Freiheit habe und mich wieder mehr um meine Gesundheit kümmern kann, etc. Also einfach die Werte ins Bewusstsein zu holen, vor allem die, die unbewusst da sind, und dann die bewusst zu steuern. Bewusst zu nutzen auch, weil ein Wert kann auch ein Motor sein in total intensivem Bereich oder Bereichen. Und er kann dich vor allem auch voranbringen, wenn du zum Beispiel prokrastinierst, weil du eben Erläuter mal kurz Prokrastinieren für alle, die das Wort vielleicht nicht kennen. prokrastinieren ist, wenn du einfach nicht die Dinge tust, die du eigentlich tun willst. Also Also dein Kopf Ski, sagt dir, Treffen, Aufschieberitis ist auch ein Ski. schönes Wort dafür, genau. Genau, du hast eine Aufgabe und du schiebst es nicht nur ein paar Tage, Wochen, sondern Monate, weil dir die Kraft dazu fehlt. Und da kannst du nichts dafür. Denkst einfach immer, das mache ich morgen, und morgen denkst du wieder, das mache ich morgen. Ja, und das ist echt krass. Ja, und wie gesagt, der Wertekonflikt liegt ganz oft zugrunde. Und wenn du den aber nicht erkennst, dann läufst du immer nur weiter in dieser Schleife. In dieser, Genau, du das mache ich schiebst morgen, das mache weiter, ich morgen, das ja. mache ich morgen. Wenn du es aber erkennst, dann kannst du bewusst die Werte für dich selber in der Priorität verändern und dadurch zum Beispiel den einen Wert nach vorne holen. Und dann immer wieder, auch bei Entscheidungen beispielsweise, ist es auch super wertvoll, zu wissen, was sind meine Werte. Weil wenn ich zum Beispiel eine Anfrage bekomme, das kann ja auch für einen Job sein, ja, wenn ich noch angestellt bin, wenn ich einen Job angeboten bekomme und derjenige aber nicht, oder dass der Job nicht so ganz das ist, was meinen Werten entspricht, oder die Firma nicht so ist, wie meinen Werten entsprechen, dann kann ich eben bewusst da das erkennen und dann eine andere Entscheidung treffen. Weil wenn du nämlich gegen deine Werte gehst, gehst du auch gegen deine eigene Gesundheit tatsächlich. Da haben wir wieder Schon das. wieder, ja. Also Ja. schon wieder wichtig, um sich wohlzufühlen, vital, gesund, länger zu leben. Sehr genial. Und Und im Business-Kontext ist es total geil, weil es halt ein mega Content-Element ist. Also sprich, du kannst, wenn du weißt, was sind deine fünf Hauptwerte, kannst du immer wieder darüber sprechen in deinen Inhalten. Du kannst es auf deine Über-mich-Seite, auf die Webseite packen. Du kannst immer wieder, wenn du verkaufst, beispielsweise Produkte entwickelst, da auch die Brücke schlagen, den Leuten mitteilen, aus welchem Grund du das entwickelt hast, mit welcher Wert dahinter steht, etc. Weil wir nämlich tatsächlich, wir kaufen ja nicht, wir wissen ja alle, wir kaufen ja nicht ein Stundenpaket oder 12 Einheiten, wie auch immer, oder einen Workshop, sondern wir kaufen immer ein Ergebnis und wir entscheiden immer emotional, bevor wir rational rechtfertigen. Und mit den Werten ist es ähnlich. Wenn du nämlich darüber sprichst, dass du Werte hast und welche Werte dahinter stehen, dann kann der andere nämlich entscheiden, bewusst oder unbewusst, ob diesem Wert entsprechend er Interesse an diesem Produkt hat, beispielsweise. Und das schafft wieder Nähe und Verbindung zu Menschen, zu deinen Kunden. Das bringt dich deinen Kunden, deinen Klienten einfach näher und ja, gibt dir selber halt einfach eine Basis auch. Schön. Und du hast einfach mehr Spaß, mehr Erfolg und mehr Absolut. innere Ruhe, inneren Frieden, weil du deinen Werten treu bleibst. Das ist einfach das Beste, was ich seit langem wieder jemals gehört habe über Werte. Und gibt es denn etwas, wo man seine Werte herausfinden kann? Oder wie kann ich das finden, wenn ich vielleicht gar nicht weiß, was sind oder was gibt es überhaupt für Werte?
Also als allererstes möchte ich dazu sagen, das ist etwas, womit du dich immer wieder befassen darfst, weil sie sind ja unbewusst und unbewusst bedeutet, dass sie tief verborgen sind in deinem Unterbewusstsein. Und es ist in meiner Wahrnehmung, in meiner Welt, in meiner Erfahrung immer wieder ein Prozess, das immer wieder für sich selber herauszufinden. Und wenn du noch gar keine, also dich noch nie mit deinen Werten auseinandergesetzt hast, dann lade ich dich ein, dir meinen Wertecheck runterzuladen. Ich glaube, den hast du auch unter dem Video verlinkt. Genau, das ist ein beliebtes Freebie, was man nicht mehr Freebie nennen darf, sondern das ist ein 0-Euro-Produkt. Also es kostet 0 Euro. Ein Geschenk, das ist doch ein Ein Wahnsinnsgeschenk. Geschenk, jawohl, jawohl, Ja. jawohl, das ich dir mitgebracht habe. Und das ist auf jeden Fall ein sensationeller Start, um erstmal sich mit dem Thema überhaupt auseinanderzusetzen. Wenn du sie unbewusst hervorholen möchtest, dann gibt es noch unterschiedliche Techniken und Methoden. Aber für den Anfang würde ich immer damit beginnen. Und ich würde vor allem, also, oder ich möchte. Ich sage an der Stelle wichtigerweise, es ist kein Ziel, an das du kommst, sondern es ist erstmal ein Prozess, in den du dich begibst. Also ehre ich dich dafür, wenn du das tust, wenn du dich mit deinen Werten auseinandersetzt und wenn du dich erstmal damit beschäftigst, weil das ist schon mehr als was die meisten Leute machen. Also hol dir gerne den Wertecheck, das ist ein super Start, um erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen, weil beispielsweise Werte wie Qualität und Zuverlässigkeit, beliebte Werte, die Unternehmer und Unternehmen auch gerne nehmen, die holen halt keinen Hund hinterm Ofen mehr hervor. Das ist einfach so. Und wenn du in der Online-Welt auffallen möchtest, wenn du möchtest, dass Menschen an dir hängen bleiben, dann hab Ecken und Kanten, damit sie auch hängen bleiben können. Und nicht nur so aalglatt zu sein mit den weichgespülten Inhalten, die Leute sonst so auf Social Media oder überhaupt im Internet teilen. Ja, mega cool. Und durch den Wertecheck erfahre ich da auch ein paar andere Beispielwerte, Ja, dass ich da für da ist mich eine ganze wirklich, Liste dabei. wow, eine Ja. ganze Liste voll mit Werten. Wie Ja. viele Werte gibt es denn so ungefähr? Im deutschen Sprachgebrauch gibt es, ich glaube, 400. 400 Wow. Wertebegriffe. Aber die habe ich natürlich nicht alle drin. So Aber ich viele. habe den Link zu einer extra Liste nochmal drin. Also, wenn jemand Wow. Interesse hat, die ist frei im Internet zu finden. Man kann es auch einfach Ja, googeln, ja. mega Hätte. cool. Also für alle, die das unbedingt wissen wollen, die wissen wollen, was es für Werte gibt, wie viele Werte, das kriegt ihr alles über den Link, den wir in den Shownotes unter dem Podcast, unter dem YouTube-Video für euch verlinken. Und was hilft es mir denn, wenn ich diesen Test jetzt gemacht habe? Was bringt mir das? Wie bringt mich das weiter, wenn ich das am Ende von deinem Test dann habe? Als allererstes kann ich mich fragen, was bedeutet denn der jeweilige Wert für mich? Und dann kann ich anfangen, darüber zu sprechen. Und dann kann ich vor allem bei jeglichen Entscheidungen oder Punkten im Leben, wo ich mich unwohl fühle oder wo ich mir nicht sicher bin, ob ich das jetzt machen will oder nicht, kann ich mich fragen, ob das meinen höchsten Werten entspricht. Und wenn die Antwort nein ist, dann ist da genau die Krux begraben. Dann liegt das genau deswegen, hast du das Gefühl oder tust dich schwer mit der Entscheidung etc. und kannst was aktiv verändern und vor allem bewusst verändern. Ja, Und da, mega cool. darum geht es immer nur ums Bewusstsein. Also das ist wirklich ein Riesengeschenk. Das heißt, wenn ich danach mit diesen Werten arbeite oder mich damit mehr beschäftige, verbessert sich mein Leben in jeder Hinsicht, jeden Tag, jede Woche, wenn ich nach diesen Werten lebe, die ich dank deines Checks für mich dort leicht erkenne, die ich sonst gar nicht erkennen würde, weil die ja im Unterbewusstsein sind. Also danke, dass du diesen Check entwickelt hast, dass so viele Menschen an ihre Werte kommen, weil damit verbessern wir ja auch viele Menschen, das Businessleben, Gesundheit der Menschheit, je mehr Menschen ihre Werte haben. Also leitet auch gerne dieses Video weiter, wenn du jemanden kennst, dem du es wünschst, der ein gutes Leben verdient hat, den du von Herzen ein erfolgreiches, gesundes Leben gönnst. Leite dieses Video weiter, dass auch diese Person einfach die Chance, die Einladung bekommt, darüber mehr zu erfahren und wenn sie möchte, auch am Ende diesen Wertecheck macht, sich dies, auch dieses Leben dieser Person, die du vielleicht schätzt oder liebst oder verbessern möchtest, sich auch jede Woche in jeder Hinsicht verbessern kann. Ich Es würde da hat, tatsächlich noch einen Schritt weitergehen, wenn ich ja, darf. mach.
Wenn du deine Werte rausgefunden hast, dann bin ich natürlich neugierig und ich wette, du auch, um herauszufinden, was sind denn nun deine Werte? Also teile sie doch dann sofort auf Social Media mit deiner Community und verlink uns beide, damit wir es sehen können, dass du hier diesen Podcast gehört hast, dass du das YouTube-Video gesehen hast, ist egal auf welchem Kanal, um dann einfach zu zeigen, hier, ich habe das jetzt gerade für mich selber herausgefunden. Und ja, lass es uns wissen, weil wir beide freuen uns natürlich auch immer Ja, über das ist eine mega Feedback. coole Idee. Ja, Ja, mach auch sehr gerne. gerne eine Story und verlinke uns auf Instagram, dann reposten wir dich und sorgen somit auch für dich als Dankeschön für Reichweite. Ja, verlinke uns einfach auf Facebook, auf Instagram. Wir freuen uns riesig, wenn du das nutzt, wenn du das machst und deinem Leben damit wirklich mehr Wert gibst, du immer wertvoller wirst und alles wirklich in jeder Hinsicht, jede Woche sich für dich immer verbessert und entwickelt. Und das ist so ein schönes Wort, was du gerade benutzt hast. Wertvoll. Wir Ja, alle sind wertvoll. Und zwar im richtig. wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind voller Werte, nach denen wir leben. Und je bewusster du dir dieser Werte bist, umso eher kannst du Veränderungen halt auch bewirken und für dich selber eben auch, ja, ein selbstbestimmtes Leben führen. Ja, Und mega. Business. Und Business. Wir dürfen das Business nicht Und vergessen. Business, genau. Erfolg, Erfolg, juhu. Erfolg. Genau. Also mega cool, sehr, sehr wirklich wertvoll und wichtig. Das ist kein Quatsch, kein Blabla. Das ist wirklich ein Geschenk, was jedem Menschen hilft, was jeder braucht. Und ich 100 Pro. danke dir, liebe Nicole, dass du das alles vorbereitet hast. Ich bin mir sicher, es hat dich auch viel Zeit gekostet, so einen Check überhaupt zu machen, auch technisch auszuarbeiten. Ich Also optimiere danke, den auch dass regelmäßig. ja, Das super, ist ja, super beliebt. Den haben aktuell schon über zu 5.000 Leute haben sich den, also über 5.000 Menschen haben den sich schon geholt. Und für mich wow, ist das echt super. so, den optimiere ich regelmäßig, Ja, weil er für das mich ist. ist extrem wertvoll, ihr Lieben. Probiert es einfach mal aus und postet es, dass wir es auch sehen. Wir freuen uns auf euch. Ich danke dir, liebe Nicole, für deine Zeit. Ich weiß, deine Zeit ist eben auch sehr wertvoll, denn auch du standst ja schon auf der Bühne neben Hermann Scherer, Tobias Beck und auch mit mir und bist gebucht und hast auch nicht so viel Zeit. Deswegen mein riesen Dankeschön und Respekt an dich, dass du schon so erfolgreich bist und so viel Wert ins Leben anderer Menschen trägst durch deinen Wertecheck. Ich gebe dir noch das Schlusswort. Was möchte gerne dein Herz sagen an die Zuschauer und Zuhörer? Also zuallererst möchte ich dir auch danken, dass du so eine Dankeschön. wertvolle Arbeit machst, ja, und hier dir so viel Mühe gibst und das auch nicht nur als Podcast aufzeichnest, sondern eben auch als YouTube-Video, damit jeder entscheiden kann selber, welche Art oder Form des Contents er oder sie gerne konsumieren möchte. Also vielen Dank an dich auch. Ich finde deine Arbeit unglaublich wichtig, vor allem die Art und Weise, wie du es tust. Ich habe höchsten Respekt vor jedem, der so wie du und ich ja auch so kontinuierlich sichtbar ist und so in die Sichtbarkeit auch geht, weil ich weiß, was dahinter steht. Ich weiß, welche Arbeit, welcher Aufwand, welches Herzblut dahinter steht. Von dem her, du hast jetzt eigentlich gesagt, ich soll ein Schlusswort finden. Das finde ich eher Liebe für dich. Ja, also Auch vielen ein Dank an schöner der Stelle. Abschluss. Ja, ich Das ist ein liebe schöner Abschluss. Komplimente. Ja, und ich möchte einfach nur allen einmal mitgeben, dass das, was wir tun hier, auch in dieser Form des Podcastens, des YouTubens, des Sichtbarseins, das ist alles kein Zufall. Ja, das sind alles Methoden und Techniken, die wir beide mal irgendwann gelernt haben und die wir dann mit der inneren Arbeit verbunden haben, um dahin zu kommen, wo wir heute sind. Und für mich persönlich ist jeder ein Erfolgstyp, wenn er anfängt, daran zu glauben, dass er es auch schaffen kann. Und ich kann euch versichern, was Ann-Christine und ich können, das könnt ihr auch, wenn ihr eine Entscheidung trefft, es zu tun. Und das ist, glaube ich, mein tatsächliches Schlusswort. Es alles steht und fällt mit der Entscheidung und du hast immer die freie Wahl. Yes, sehr schön. Danke, danke, liebe Nicole. Entscheiden und einfach anfangen und nie mehr aufhören, dann ist dein Erfolg unvermeidbar. Ja, da gibt Also es ich gar keinen danke anderen dir. Weg, oder? Ja, das ist wirklich so. Ja. Man muss mal bedenken, andere fangen ja gar nicht erst an. Du bist also schon mal weiter, wenn du anfängst.
wenn, und dann hören doch fast 80, 90% irgendwann frustriert auf. Und nur einfach, weil du weitermachst, gehörst du zu den 10, 20%. Du wirst sowieso immer besser, weil schlechter werden kannst du gar nicht. Und dann wirst du irgendwann erfolgreich. Ja, das ist dieses Momentum, von dem alle sprechen. Das kommt Und irgendwann, ja. Und ja, ich das finde kommt es und auch immer so reicht spannend, irgendwann. als ich angefangen habe im Online-Business, also ich bin seit 5 Jahren habe ich mein Unternehmen und 3 Jahre Online-Business. Ich habe am Anfang im Online-Business gedacht, ich komme da nie hin. Und ich bin wie eine Rakete nach oben geschossen, weil ich einfach jeden Tag alles gemacht habe, was zu tun war. Und das war allem voran die Bereitschaft zu lernen und Neues auszuprobieren und aus der Komfortzone auch zu gehen. Aber die Entscheidung war da, dass ich komme, was wolle, gehe. Also es ist einfach, war für mich gar nicht die Frage, ob ich gehe, sondern wie schnell. Ja, super, genau. Und deswegen bist du ein Erfolgstyp. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du dich hier auch gezeigt hast, dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche es allen, dass sie diesen Test sich anschauen. Wer mehr von mir hören und sehen möchte, es gibt einen Telegram-Kanal Erfolgstypen, eine Facebook-Gruppe Erfolgstypen. Und ich gebe auch öfters Webinare. Verbindet euch mit mir auf Instagram, da bekommt ihr viel mit. Schaut euch die Stories von mir an, die Beiträge, die Reels. Lasst uns verbunden bleiben, denn nur in Verbindung, nur gemeinsam können wir voneinander lernen, uns was abgucken, wachsen. Verbindet euch mit Nicole. Na, du bist auch auf Instagram, LinkedIn, Facebook. Lasst uns verbunden sein, Verbindung leben, denn ich wünsche mir mehr Verbindung wieder zwischen uns Menschen. Und dazu ist auch Social Media eben ein gutes Tool. Lasst uns verbinden, damit niemand alleine ist oder einsam ist und Erfolg gemeinsam sich viel schöner anfühlt als alleine. Danke, danke, danke für dich, liebe Nicole. Ah ja, und hört euch unbedingt auch das Interview mit Anne-Christine in meinem Podcast an. Ach, Das kann genau, ich. da war ich auch. Ja, genau, Das das war auch nämlich auch unbedingt super. anschauen. Genau, ich verlinke deinen Podcast auch. Dann könnt ihr euch den Podcast auch von Nicole anschauen. Also, danke für dich. In meinem Leben ein echter Erfolgstyp, eine Erfolgstypin. Danke, danke, liebe Nicole. Danke dir.